meinem Haus passiert. Entschuldigen Sie. Ja. Warum ist mein Haus so zerstört? Letzte Nacht war ein schweres Gewitter. Sie hatten Glück, dass ich da war und das Haus löschen konnte. Oh nein. Es ist komplett zerfetzt. Erzählen Sie mir bitte nicht, dass ein Blitz dieses Haus getroffen hat. Doch. Da ist man einen Tag nicht da. Einen Tag ist man nicht da und schon passiert so etwas. Können Sie mir vielleicht helfen, dieses Haus zu reparieren? Ja, natürlich. War mein wichtigster Besitz. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Was ist das für ein Haus? Das sieht guten Tag, die Herrin. Guten Tag, wir haben Sie bis jetzt gerade nicht gemerkt. Wir waren viel zu konzentriert am Aufbauen. Ja, aber was ist denn überhaupt passiert hier bei Ihnen? Das sieht ja fürchterlich aus. Ihr Haus und... Letzte Nacht, da war ein sehr schrecklicher Sturm hier. Und ein Blitz hat das Haus getroffen. Er hatte verdammt großes Glück, dass ich hier zufälligerweise vorbeilief und das Feuer entdeckte und löschen konnte. Ja, ich bin auch sehr froh, dass Sie mir geholfen haben. Sehr gerne. Ja, nur, was ist los mit meinen geliebten Katzen oder meinem gesamten Gebäude? Alles ruiniert. Das sieht ja fürchterlich aus. Wussten Sie, dass es hier in der Nähe eine kleine Stadt gibt? Nein, das wusste ich nicht. Ja, ich kann Sie hinführen, wenn Sie möchten. Sie können da gerne leben mit mir. Sie können gerne ein paar Tage bei mir bleiben. Danke, das wäre sehr nett. Ja, dann, lass uns aufbrechen. Die Stadt ist ganz nahe. Kommen Sie, los. Seien Sie nicht scheu. Das dauert nicht lange. Sie können Ihr Haus hier lassen. Sie können Neues bauen in der Stadt. Los, kommen Sie mit. Hey, was ist das? Oh, mein Gott. Lol. Seht ihr das auch? Ja. Ja. Komisch. Ist auch. Das sieht gefährlich aus. Los, komm schnell, kommt. Hier ist mein Haus. Stell dir vor, dass das Gewitter noch stärker wird. Puh, endlich haben wir es geschafft. Ja, los, rein, okay. Los, kommt rein, ich möchte euch mein Haus zeigen. Puh, endlich haben wir es geschafft. So, los rein und jetzt gehen wir erstmal in die erste Etage nach oben. Weil eigentlich würde ich da am liebsten schlafen, aber wie ihr seht, ist hier doch tatsächlich auch vom Sturm so gut wie alles zerstört worden. Deshalb, wir müssen irgendwie Betten organisieren jetzt. Ich habe glücklicherweise 3 Matratzen mitgenommen. Ich kann die aufstellen. Oh, sehr, sehr gut. Ja, am besten da in die Ecke. Genau da. Ja, sehr gut. Ich habe auch eine Matratze mitgenommen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir uns schlafen. Das Gewitter, das verzieht sich schon. Ich denke, es muss nicht alles gut sein. Das werde ich auch schwer hoffen. Ja, hoffen ist schwer. Aber Blitze sind nicht zu vermeiden, natürlich. Okay. Kommen Sie. Lasst uns erstmal schlafen.
es kaum erwarten, meinen ersten Tag in der neuen Stadt. Es gibt so viel zu erledigen. Was ist denn hier passiert? Das gesamte Haus ist weg. Oh, guten Tag, der Herr. Wie es aussieht, wurde von Ihnen auch ein Haus zerstört. Ja, guten Tag. Ein Blitz schlug letzte Nacht hier ein. Wirklich? Das ist aber seltsam. Mein Haus wurde auf genau die gleiche Art und Weise fast zerstört. Dieser Herr hier hat mein Leben quasi gerettet. Dann ist alles abgebrannt. Ich versuche jetzt alles so viel wie möglich aufzubauen. Das tut mir furchtbar leid. Wissen Sie denn, was dieses Ding da oben ist? Aber ansonsten finde ich diese Stadt sehr schön. Auch mit diesen seltsamen Gebilde da oben. Ja, lass uns die Stadt weiter erkunden. Hey, hey, hallo. Ah, das ist er. Hey, kommt rein. Wir wollten uns gerade den Rest der Stadt noch angucken. Was ist denn los? Hier wohne ich. Seht doch, hier arbeite ich. Die heiligen Multianer. Was auch immer das ist. Wir verleihen hier unsere Werkzeuge an andere. Oh, so. Das sieht sehr schön aus. Jo, ich wünsche euch erstmal guten Appetit auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich habe hier euch eine Diamantspitzhacke anzubieten. Die werdet ihr bestimmt brauchen, um euer Haus wieder aufbauen zu können. Das wäre sehr nett. Denk mal, dass ich diese Spitzhacke nehmen werde, um damit unten in der Mine Steine abzubauen, die ich dann zum Wiederaufbau meines Hauses nehmen kann. Die hat sogar eine Verzauberung drauf. Das heißt, sie ist noch besser und noch schneller und geht noch weniger schnell kaputt als die andere. Ich wünsche euch viel Erfolg damit. Danke, besten Dank. Herzlich willkommen, sehr verehrte Bürger dieser Stadt. Wir haben uns heute hier versammelt, um zwei neue Mitbewohner zu begrüßen. Hier sind Tavel und Max. Herzlich willkommen! Hallo! Guten Tag! Wissen Sie denn, was das für ein Gebilde da oben ist? Nein, das wundert mich auch schon die ganze Zeit. Was soll das darstellen? Na, also meiner Meinung nach sieht es sehr gefährlich aus. Sie sollten es mal vielleicht genauer ansehen. Ich weiß nur, dass ich von da aus hab Blitze kommen sehen. Blitze? Ja. Fast so, als würde der Sturm von dort aus kommen. Hört sich aber gefährlich an. Deswegen gewittert auch jede Nacht. Müsste man mal besser untersuchen, würde ich sagen. Nun, aber erstmal danke für dieses kurze Gespräch. Los, es ist schon spät.
kommt eigentlich nach Hause. Ja, kommt. Los, kommt. Schnell, Rainer. Schnell. So. Los. Und rein. Ja, schnell. Du auch. Okay. So. Ich hoffe, es fängt nicht an zu blitzen, so wie letzte Nacht. Ja, ich denke, es wird bald beginnen. Gute Nacht, Leute. Ganz schnell hier raus und herausfinden, wo hier dieses Geblitze herkommt. Bestimmt kommt es von da oben. Hey, was ist denn los? Es blitzt schon wieder und es sieht so aus, als würde es von dieser Kuppel kommen. Lass uns nachschauen gehen. Los, am besten jetzt. Wir wollen doch alle wissen, was da oben los ist. Was machen Sie da, Herr Bürgermeister? Warum lassen Sie das lösen Sie hier Stürme und so weiter aus? Lassen Sie es! Ein Ritual. Ich muss dieses jeden Tag mindestens einmal durchführen, um die Götter zu besänftigen. Dann dieser Welche Sturm. Götter, die diesen Sturm auslösen. Die Stadt verwüsten. Aber verursachen Sie nicht selbst einen Sturm? Ja, aber damit wird dieser Sturm insgesamt nicht ganz so ausarten. Ihr ausarten würde, wenn ich sie nicht besänftigen würde. Verstehen Alles Sie? Klar. Ich bedanke für Ihre Informationen. Danke, dass Sie die Stadt und uns vor weiteren Stürmen und somit auch bewahren. Hoffe ich wirklich, dass Sie das demnächst nicht mehr tun müssen. Ja, Danke wirklich. Und mein Haus. Hallo, Max, Tazel, Hallo. Was geht? Was machen ihr Schönes? Wir bauen gerade unser neues Haus. Ah, zieht ihr jetzt zu uns in die Stadt? Ja. Natürlich. Ich habe keine Lust mehr, von diesem Sturm da hinten getroffen zu werden und mein altes Haus war es nicht mehr wert. Schön, ich freue mich. Ich freue mich echt, dass euch der Bürgermeister auch aufgenommen hat. Jetzt werdet ihr hier schön bauen. Ja, und der Bürgermeister hat uns auch erzählt, dass er dieses ganze Theater nicht mehr tun muss. Die Stürme haben sich mittlerweile gelegt. Ich wünsche euch ein schönes Leben in der Stadt. Danke.